Hallo liebe Freunde des Chembetting. Ich bin der Callcenter Crusher mit dem heutigen Video. Die Protagonisten der Firma, um die es heute geht, haben sich zumindest bei der Namensfindung bei den alten Sprachen bedient. Vortex Capital. Vortex ist lateinisch und heißt ins Deutsche übersetzt Wirbel. Ob deren Intention ist, auf dem Finanzmarkt für Wirbel zu sorgen, oder ob die damit meinen, dass das Geld der Opfer in einem Wirbel oder Strudel in Nirvana verschwindet, werden wir wohl nie erfahren. Ich wünsche euch auf jeden Fall gute Unterhaltung mit einem kleinen Lerneffekt und auch heute geht's nach dem Intro los. Hallo? Hallo, schönen guten Tag. Bayer ist mein Name. Ja, guten Tag. Ich rufe von Handelsplattform an. Also Sie haben vor kurzem bei uns eine Anfrage gelassen. Das weiß ich nicht. Ich weiß ja gar nicht, welche Plattform Sie sind. Also Vortex Kapitalplattform. Also das heißt, Sie haben sich bei uns, bei unserem Investitionsplattform registriert. Ja. Hätte aber nicht damit haben gerechnet. Sie erfahren? Ich hätte aber nicht damit gerechnet, dass Sie mich direkt anrufen. Warum rufen Sie denn jetzt direkt an? Ich möchte fragen, ob Sie investieren möchten. Ja, es kommt darauf an, was Sie bieten. Okay, haben Sie Erfahrungen in diesem Bereich? In welchem Bereich? Also Krypto, Währungen, kaufen, verkaufen, investieren. Ich bin ein Investor, ja. Perfekt, und wie ist gelaufen? Ja, gut. Gut, ne? Ja. Perfekt. Dann brauchen Sie keinen Analytiker? Möchten Sie selber investieren, oder? Das kommt ja drauf an, was Sie mir bieten. Okay, wir haben Analytiker, die sind Profi in diesem Bereich. Also, Sie möchten... Was heißt Profi? Wie bitte? Was heißt Profi in diesem Bereich? Also professionell. Ja. Also sind die professionelle Trader? Genau. Oh, das ist gut. Welche Ausbildung haben die genossen? Welche Ausbildung? Richtig. Wenn sie Profi sind, müssen sie ausgebildet sein. Also die arbeiten bei uns mehr als 10 Jahren. Deswegen sage ich bei diesen Analytikern, dass sie Profi sind. Ja gut, aber Sie müssten ja dann auch wissen, welche Ausbildung. Wenn Sie sagen, Sie sind Profis, dann muss Ihre Firma doch überprüft haben, welche Ausbildung Sie also, haben. Also die zeigen zu uns gute Ergebnisse, deswegen ja, sage ich Profi. Ja gut, aber das gute Ergebnisse, das reicht nicht allein. Man muss ja im Prinzip... Okay. Ja. Also, welche Ausbildung haben die dann? Bemerken. Welche Ausbildung? Richtig. Den weiß ich nicht. Ach, Sie wissen das nicht. Also sind Sie kein Profi in Ihrem Job? Ich? Mit wem telefoniere ich denn gerade? Mayer. Mayer Werner. Ja, eben. Und wen sollte ich dann fragen, wenn ich nicht mit Ihnen spreche? Wen kann ich da wohl fragen? Sie fragen nach mich? Sind Sie nicht so die hellste Kerze auf der Torte? Also, den können Sie mit unserem Analytiker diskutieren, wenn Sie möchten, welche Ausbildung die haben. Gut, dann geben Sie mich mal weiter. Also, es gibt drei Beträge von Paketen bei uns. Mindestbetrag ist 250, mittlere ist 500 und letzte ist 1000 Euro. Um mit unserem Analytiker zu kontaktieren, Sie müssen erstmal einzahlen. Nee, also erstmal, bevor ich etwas einzahle, möchte ich ja wissen, wie gut der Analytiker ist. Ich zahle ja nicht ein, obwohl ich gar nicht... Vielleicht ist er ja gar nicht so gut, das muss ich schon vorher wissen. Also zum Beispiel, wenn Sie 2,50 einzahlen können, dann direkt, Sie kriegen 30% Bonus zu Ihrem Konto, also das heißt 325 Euro, also aber Sie können nicht diesen Bonus auszahlen, Sie können nur Gewinn von, Sie können nur handeln mit diesem Bonus und Gewinn von diesem Bonus, Sie können natürlich auszahlen. Ja, das war ja eine schöne Antwort, aber nicht auf meine Frage. Ja. Also leider nicht. Warum stottern Sie denn so? Also erstmal auswählen,
einen Betrag von Paketen. Und danach arbeiten wir weiter. Ja, aber ich weiß ja gar nicht, ob ich mit Ihnen arbeiten will. Dazu muss ich ja erstmal Informationen haben. Ihre Firma. Okay, welche Informationen brauchen Sie denn? Ist der Sitz Ihrer Firma? In Wien, In Wien, also in Österreich? Österreich und in Holland auch. Ja, man kann ja nur, wo ist der rechtliche Sitz Ihrer Firma? Fragen wir es mal Jetzt genauer. wir sind also ist in Wien und in Amsterdam auch, also Es gibt ja nur einen rechtlichen Sitz einer Firma. in Amsterdam. Also sind Sie ein Sie holländisches können Ein es googeln, also Vortex-Kapital. Ja, gut, okay. Und Ihre Firma, Vortex Capital, wie lange ist die Genau. schon mit dieser Webseite am Markt und arbeitet mit Kunden? Also über 10 Jahren. Über 10 Jahre. Gut, okay. Also Sie können mir also nicht sagen, was die Broker gelernt haben. Leider nicht. Also das können Sie mit unserem Analytiker diskutieren. Ja, das wollte ich ja gerne. Dann geben Sie mir Ihren Analytiker. Leider, ich darf nicht so machen. Also Sie müssen erstmal einzahlen. Nee, also würden Sie ein Auto kaufen, das Sie nur von außen gesehen haben und noch gar nicht gefahren haben? Also wenn Sie zum Beispiel, wenn Sie möchten, Sie Ich könnten habe nur nicht. einzahlen und selber investieren. Ja, ne, Also ja, würden das Sie ist ein, wird, Ihre hallo, hallo, würden Sie Ja? ein Auto kaufen, bevor Sie gesehen haben, ob da überhaupt ein Nein, Motor drin nein, ist? Eben, nein, genauso. natürlich nicht. Warum sollte ich dann bei Ihnen einzahlen, bevor ich nicht weiß, wie Okay. gut Ihre Broker sind? Okay, ich sage Ihnen dann, Sie können, also zum Beispiel, ne? Sie können erstmal einzahlen, danach Sie können mit unserer Analytiker diskutieren. Wenn etwas nicht gefällt Ihnen, Sie können direkt auszahlen. Verstehen Sie mich? Okay, das heißt also, Sie sind dann als Finanzdienstleister mit Sicherheit auch irgendwo reguliert, oder? Und wo? Ich habe Frage nicht verstanden. Sie sind ein Finanzdienstleister Ihrer Firma. Ja oder nein? Weiß ich nicht, sorry. Sie wissen nicht, ob Ich muss Sie ein fragen. Finanzdienstleister sind? Das wissen Sie nicht. Sie bieten doch Finanzdienstleistungen an. Dann sind Sie doch ein Also wenn, Finanzdienstleister. also wann Sie einzahlen, Sie bekommen diesen Geld Ja, und sofort zu Ihrem Konto. dazu muss ich wissen, wo Sie reguliert sind. Dann Wo? muss ich fragen noch. Ja, dann fragen Sie nach. Ich warte. Bleiben Sie in Leitung dann, ne? Ich bleibe in Leitung. Also, Ja. Herr Lotter, FCA heißt das, Oh ja. Financial Conduct Authority. Ich habe Okay, den prima. gefragt. Dann ist das ja gut. Dann gut, okay. Wie kann ich dann mein Geld zu Ihnen überweisen? Ja, Sie müssen auswählen, Zahlmethode, also Visa, Mastercard, PayPal. Ah, leider, PayPal ist nicht funktioniert heute, weiß ich nicht Ich warum, würde es über weil. Überweisung machen, eine SEPA-Überweisung. SEPA-Überweisung, perfekt. Also, Ihre E-Mail ist Rafa. Nee, 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 warte kurz. Bitte? Ich hab ihn verloren. Also hier. lothar.seifert@mailbox.org. Ja, .org, oder? genau. Lothar Seifert at mailbox.org. Okay. Wie viel möchten Sie einzahlen? Das weiß ich noch nicht so ganz genau. Ich denke mal zwischen 500 und 1000. Also zwischen 500 und 1000. Das muss ich auch nicht sofort festlegen, ne? Okay, ich muss dann Bankdaten gleich schicken. Genau, ich warte am Telefon. Okay. Danke.
Herr Lotter? Herr Seifert, bitte. Wir kennen uns ja nicht. Ja, genau, sorry. Herr Seifert. Meine Kollegin hat mir gesagt, dass Sie genau müssen sagen, wie viel möchten Sie einzahlen. Also, weswegen? Sie können mit 500 Euro anfangen, danach weiter gucken, wie es läuft. Ne? Ja, aber weswegen muss ich das vorher sagen? Weil, die haben mir gesagt, also wenn 1000 ist, dann andere Bankdaten, wenn 500 ist, dann andere Bankdaten. Weiß ich nicht. Die haben mir so gesagt, wegen Kommission vielleicht. Wegen Kommission? Ja, dann kann sagen sein, wir mal ja. 500. 500. Okay. Ganz kleinen Moment, bitte. Hallo? Hallo? Hallo, ist da noch jemand? Herr Seifert? Seifert, ja. Seifert, ja, Entschuldigung, sorry. Könnte Sie noch eine Minute warten, bitte? Es dauert ein bisschen. Ja, von mir aus. Aber komisch, dass das so lange dauert. Weiß ich nicht, heute Paper funktioniert nicht und Bankdaten. Weiß ich nicht, Bankdaten funktionieren auch nicht? Nee, nein. Unser Manager hat mir noch nicht geschickt, unsere Bankdaten. Ach, wisst ihr die nicht selbstständig? Sowas weiß man doch also, eigentlich. Also, ich bin neu hier und bei mir, Leute hat immer 2,50 eingezahlt hatten. Und da ist andere Bankdaten. Also mit 500 andere Bankdaten. Wie viele Bankdaten haben Sie denn? Jede Summe ein Nein. eigenes Konto? Das ist doch unlogisch. Ja. Um Kommission zu vermeiden. Die haben mir so gesagt. Wie die Kommission? Mhm. Für was denn die Kommission? Also von Überweisung. Zum Beispiel, Sie bekommen genau zur 50, was sie gesendet haben. Ja, das ist auch normal. Für sowas gibt es keine Kommission. Das sind immer die Beträge, Bitte? Die man überweist. Dafür gibt es keine Kommission. Also mit deutschen Banken, ja, immer gibt es Kommission. Nee. Doch. Na gut, okay, dann warten wir mal. Mhm. Ganz kurz, bitte. Dankeschön. Gerne. So, haben wir. Ah ja, gut. Perfekt. Ja, dann schicken Sie mal raus. Ich schicke gleich. Also. Wurde geschickt. Ja, dann aktualisiere ich mal. Mhm. Noch ist nichts da. Auf dem Weg vielleicht. Ja. Kann ja im Internet nicht so lange dauern. So. Richtig, ja. Genau, jetzt ist was angekommen. Mhm. Mhm. Aber sie hat doch gerade gesagt, mit Deutsche Bank. Ich sehe, das ist jetzt eine Bank in Großbritannien. Das ist ja keine Deutsche ja, Bank. Ja, genau. Nee, ich habe gesagt, dass deutsche Banken nehmen viele Kommissionen. Deswegen. Nee, eben nicht, sage ich ja. Das ist seltsam. Bitte?
Deutsche Banken nehmen für Überweisungen doch keine Kommission. Ja. Und vor allem Doch, ist, die und vor nehmen. allem würden sie ja die Kommission nur von mir nehmen und nicht von Ihnen. Also mir wurde so gesagt, um zur Kommission zu vermeiden, wir benutzen ausländische Banken. Ja, es ist aber Ich weiß nichts mehr. sehr unlogisch. Aber Sie hatten doch gesagt, Sie wären irgendwie reguliert bei der FCA, ne? Haben Sie gesagt? Genau, ja. Ah ja, okay. Können Sie mir da mal bitte die Regulierungsnummer sagen? Was für Regulierungsnummer? Für Ihre Lizenz bei der FCA. Da gibt es eine Nummer. Ich frag gleich dann. Ich Ja, frag gleich dann, ne? ja. Warte kurz. Ich habe ja in diesem Gespräch schon mehrere längere Wartezeiten herausgeschnitten. Zum Beispiel, als die angebliche Finanzabteilung die Bankdaten heraussuchte. Nun ließ er mich wieder 5 Minuten warten. Also ließ dieser unwissende Nachwuchsbetrüger mich schon über 12 Minuten warten. Schauen wir mal, ob es jetzt flüssiger läuft. Herr Seifert, Ja. leider wir dürfen nicht. Warum nicht? Mir wurde so gesagt, dass ich nicht darf. Ah ja, dann sind Sie sicherlich, ich vermute mal, weil ich habe jetzt gerade gesehen, Sie haben gesagt, Sie sind aus den Niederlanden, ja? Aber LTD ist eine Unternehmensform aus UK. Und Sie sind bei der FCA reguliert, sagen Sie. Und wenn Sie keine, ja, und wenn Sie keine Regulierungsnummer haben, dann sind Sie sicherlich auch nur ein Betrüger. Nein. Doch, weil allein schon die Tatsache, Sie sagten, Ihre Firma ist 10 Jahre alt. Ihre Webseite ist 66 Tage alt. Ist am 16. Januar erst erstellt worden. Dann sind Sie nichts anderes als Okay. Betrüger. Also vielleicht. Nein, es ist vielleicht andere Zeit, also Nee, es ist neue Zeit Ihre vielleicht. Webseite, genau Ihre. Fortex Okay, Capital möchten Sie Limited. nicht mehr arbeiten? Genau. Hallo? Ja. Genau Ihre Seite ist Okay. am 16.01.2024 erstellt worden. Und Sie sitzen nicht in den Niederlanden, Sie sitzen offensichtlich irgendwo im Osten. Sie geben vor, eine Firma aus England zu sein, haben aber keine Regulierung. Jede reguläre Seite gibt Ja. ja, bitte lassen Sie mich ausreden. Jede legale Webseite muss die Regulierung an jeden Interessenten weitergeben. Das ist gesetzlich vorgesehen. Und Sie dürfen das nicht. Das heißt, Sie sind Mir wurde offensichtlich so einer der gesagt, vielen, ja, weiß ich. was Ihnen gesagt wurde, das ist mir relativ egal. Sie sind offensichtlich ein Betrüger. Sie können mich ja gern mal Ihren Chef geben, vielleicht darf der mir das ja dann sagen. Ja. Okay. Möchten Sie nicht mehr arbeiten? Ich möchte erstmal Ihren Chef sprechen. Ich werde mit Ihnen nicht Mit wem arbeiten. möchten Sie sprechen? Mit Ihrem Chef spreche ich so Er hat keine Lust undeutlich. darauf. Ja, kann ich mir vorstellen. Dann ist er also wirklich ein Betrüger. Nein, natürlich nicht. Doch, Sie können natürlich. nicht. Sie können sich ja beweisen, dass Sie kein Betrüger sind. Wir arbeiten hier den ganzen Tag Ja, das mag und durchaus sein, aber Sie sind trotzdem Ihr Sie Chef sagen ist uns. ein Betrüger. Ihre Webseite ist eine Betrüger-Webseite. Okay, das ist Ihre Meinung. Nein, das ist nicht meine Meinung, das ist Wissen. Das ist Wissen. Okay, All das, alles was ich klar. Ihnen sagte, Ich Sie wünsche Ihnen einen sitzen. schönen Tag noch. Nee, wünsche ich Ihnen nicht. Betrüger wünsche ich nie einen schönen Tag. Okay, alles klar. Danke. Tschüss, Betrüger. Fast 4 Wochen später hatten die wohl vergessen, dass ich sie entlarvt hatte und schickten eine äußerst bezirzende Frauenstimme ins Rennen, um mich doch noch abzuzocken. Nun hört ihr, ob sie es doch noch schafften. Hallo? Hallo, ist es Herr Seifert, ja? Ja, wer ist denn da? Ich freue mich, ich bin Sarah Müller. Ich rufe von der Handelsplattform. Sie haben sich bei uns beworben, damit ein zusätzliches Einkommen erzielen. Erinnern Sie sich, ja? Nee, von welcher Handelsplattform? Vortex Capital. Vortex Kapital.
Nee, Ja. kann ich mir nicht so dran erinnern. Wann hatten wir telefoniert? Es war vor 24 Tagen. Vor 24 Tagen. Haben wir schon mal Ja. telefoniert? Sie haben bei uns registriert, haben Ihre Daten gegeben, deshalb rufe ich Ihnen an. Wir hatten vor 24 Tagen schon mal telefoniert, sagen Sie? Nein, ich rufe Ihnen den ersten Mal. Ja, und was wollen Sie jetzt? Möchte einfach wissen, ist es interessant für Sie, ein eigenes Handelskonto haben und möchten Sie mit uns arbeiten? Grundsätzlich schon, aber ich weiß über Sie ja gar nichts. Okay, ich kann Ihnen kurz erklären, was wir anbieten. Ja, dann los. Okay, haben Sie Erfahrung in diesem Bereich, in der Investition? Ja, ein wenig, ja. Okay, das ist positive oder negative Erfahrung? Sowohl als auch. Okay, So, aber Sie und wollten irgendwas erklären. Dann starten ich Sie mal möchte los. erklären, wie es über unser Unternehmen und wie was wir Ihnen anbieten und wie es funktioniert bei uns. Ja, dann erklären Sie mal los. Okay, dann wir haben zwei Optionen für Handel, mit dem Roboter zu arbeiten und mit dem Analytiker zu arbeiten. Haben Sie selbst investiert Meine schon Frage, oder mit dem Analytiker? Sie sollen erstmal los erklären. Es geht ja nicht um das, was ich mache, sondern ich möchte gerne wissen, was Sie machen. Hallo. Was wir machen? Hallo, Ja, ich habe Ihnen. Sie wollten erklären, was Sie machen. Dann erklären Sie doch mal. Okay, wir bieten unseren Kunden die Möglichkeit, auf den verschiedenen Weltmärkten zu investieren, zu handeln und zu verdienen. Wie genau? Wir handeln in verschiedenen Richtungen, Aktien großer Unternehmen wie Google, Apple und Rohstoffen als Öl, Gas, Kryptowährungen und Bitcoin. Das Wichtigste für Sie ist zu verstehen, wie Sie hier verdienen, ja? Sie müssen nicht etwas Großartiges machen, nur schauen ein paar pro Woche, was da passiert an Ihrem Handelskonto. Und Sie machen auch Trades, kaufen, verkaufen Vermögenswerte, verdienen an der Preisdifferenz. Sie arbeiten mit unserem Analytiker und er ist immer erreichbar und er hilft Ihnen eine Handelsstrategie zu wählen und Eine was für eine der Analyst Strategie? wählen. Und Eine was für der eine Analytiker. Strategie? Nochmal, was für eine Okay, Strategie? okay. Handelsstrategie. Ach so. Handelsstrategie. Okay. Der Analytiker führt den Handel zusammen mit Ihnen durch und Sie kommunizieren mit ihm. Ich kann Ihnen helfen, Ihr Handelskonto aktivieren und dann Sie werden mit unserem Analytiker arbeiten. Wir haben drei Optionen für Handel: 250, 500 und 1000 Euro. Und dazu können Sie auch Bonus haben. Wofür? Mit diesem Bonus können Sie auch handeln, Ja, aber wofür Sie gibt es können den diese Bonus. Bonus? Okay, Bonus ist das eine Möglichkeit von uns, dass Sie mehr Geld an Ihrem Handelskonto haben, damit mehr Geld natürlich verdienen. Wenn Sie 250
einzahlen an Ihrem Handelskonto, dann geben wir noch 20% Bonus dazu. Das heißt, Sie schenken mir 20%? Ja, wir schenken Ihnen 20% Bonus nur für die Handlung. Nicht für Auszahlung. Ja? Sie können mit diesem Bonus auch handeln. Und wenn Sie mehr Geld natürlich zweite Option wählen, 500 Euro. Mit 500 Euro dann werden Sie 30% Bonus haben. Das ist die beste Möglichkeit, mehr Geld verdienen. Und wenn Sie 1000 Euro einzahlen für Ihres Handelskonto, dann bekommen Sie 50% Bonus. Das ist 1500 Euro. Sie werden an Ihrem Handelskonto haben. Haben Sie verstanden? Ja, es war zwar sehr holprig gesprochen, aber ich glaube, ich habe es verstanden. Entschuldigen, weil ich... Machen Sie das den ersten Tag heute? Das ist nicht mein... Deutsch ist nicht mein Heimatmuttersprache. Welches ist denn Ihre Muttersprache? Hallo? Wie bitte? Welches ist denn Ihre Muttersprache, habe ich gefragt. Hallo. Ja, ich habe ihn verstanden. Polnisch. Ja, Sie sind Polnisch. Ja. Ah ja. Und woher rufen Sie jetzt an? Ich rufe von der England. Sie rufen aus England an? Ja. Okay, gut. Deshalb wir sind internationale Unternehmen und wir haben IP-Telefonie natürlich. Deshalb können wir aus verschiedenen Ländern anrufen. Und jetzt befinde ich mich in der England. Okay, gut. Und wie heißt jetzt Ihre Firma oder Ihre Plattform? Unsere Plattform ist Vortex Capital. Wie schreibt sich das? F mit Vögel. Ein V. V, ja. O. Ja. R. Ja. T, Vortex Capital. Ja, buchstabieren Sie bitte weiter. Damit ich es ja auch richtig schreibe. Ja, okay. Entschuldigung. Hallo? Okay, weiter. Was haben Sie schon geschrieben? T. T wie Theodor. Heute E. Ja. Eva. Wie ja. Eva. X. Und X. Ja. Vortex und zweites Wort und K, Kapital. K? Was für ein K. Buchstabe? K. K wie Konrad. Ja. K, A. Ja. P wie Peter. Ja. I wie Inge. Ja. T wie Tina. Ja. A. Ja. L. Ja. Zweimal L? Nein, einmal. Ja, weil Sie es zweimal Vortex gesagt haben. Ja. Nein, einmal. Vortex Kapital. Das ja. Ist, und dann deutsche. Handelsplatz. Ja, deutsche. Ja, die, hallo. Vortex Kapital. Sind Sie eine deutsche Firma, also .de oder woher ist Ihre Webseite? Vortex Capital, warten Sie bitte. Wissen Sie nicht Ihre eigene Webseite? Müssen Sie da jetzt nachgucken?
ja. Bitte? Vortexkapital, deutsch.com. Ah ja, gut. Da müssen Sie extra für nachgucken. Kennen Sie das nicht auswendig? Ich kann Ihnen unser... Ich habe gerade etwas gefragt. Kennen Sie Ihre eigene Webseite? Also ich habe sie jetzt eingegeben. Vortexkapital.com. Die Seite wird nicht gefunden im Internet. Die gibt's nicht. Natürlich wird diese Webseite nicht gefunden, denn sie hat es falsch buchstabiert. Sie hat Vortex Capital, das Kapital mit K buchstabiert. Es wird aber mit C geschrieben. Vortex Capital. Mal sehen, wie es weitergeht. Ich kann Ihnen unsere Link schicken. Nee, ich möchte mal Pause machen, mal mich ausreden lassen. Entschuldigung. Ja, gut, einmal Entschuldigung warten reicht. Warten Sie bitte. Warum? Okay. Warum soll ich warten? Okay. Worauf soll ich warten? Wenn Sie keine Lust und Interesse haben, dann tschüss. Sie einfach spielen mit mir. Nein, ich kann Ihre Webseite nicht aufrufen, weil Sie sie offensichtlich falsch buchstabiert haben. Okay. Nein, das ist nicht unsere Website. Unsere Website ist Vortex C. Ach, mit C, Kapital? Ja, ich habe sie doch... Also nochmal. Okay. Vortex. Vortex. CP. Cesar Paula. Ja. C. Also C. Vortex C Cesar. Ach, hallo. Mal. Hallo. Vortex Cesar Paula. Wie geht's weiter? Okay. Hallo. Hallo. Wie geht's weiter? Hallo. Vortex C. Ja, C habe ich. P wie Paula. Ja. Ja, und P wie Paula. Nochmal ein P? Einmal. Vortex CP.com. Das ist unser Link. Haben Sie gefunden? Ich mach's gerade auf, so. Ach, auf einmal wurde aus Vortex Capital plötzlich Vortex CP. Sehr komisch. Ob da wohl jemand versucht, seine Identität zu verschleiern? Hören wir mal, wie es weitergeht. Ja, habe ich gefunden, ja. Gut. Das ist unsere Investitionsplattform. Ja. Und hier können Sie die Information lesen, wenn Sie wollen. Ja, ich habe Sie doch jetzt gerade am Telefon. Also, Vortex CP, sagten Sie. So, okay. Ja. Was denn? Okay, das ist unsere Investitionsplattform und hier können Sie mit unserem Analytiker zusammenarbeiten. Wie ich schon gesagt habe, wir haben drei Optionen für Handel und wenn Sie schon Erfahrung haben, das ist sehr gut und deshalb brauchen Sie nicht so viel Zeit, damit alles gut zu verstehen und danach können Sie mit dem Roboter arbeiten. Nicht mit unserem Analytiker, wenn Sie wollen natürlich oder wenn Sie möchten. Konzentrieren Sie sich doch mal bitte. Sie stammeln so dermaßen. Konzentrieren Sie sich bitte. Okay. vielen Dank für die Erwartung.
Die Erwartung, was ist, welche Erwartung? Ja. Dass Sie warten, wie ich, wenn ich sage auf Deutsch, deshalb mein Deutsch ist nicht so gut. Ja, Erwartung ist ein anderes Wort, das hat nichts damit zu tun. Oh, Entschuldigung. Für so, nun? Und jetzt kann ich Ihnen auch unsere Codewort sagen, wenn Sie... Welches Codewort? Wofür? Dieses Codewort ist für unsere Analytiker. Wozu brauche ich für einen Analytiker ein Codewort? Okay. Es gibt sehr viele Unternehmen und deshalb haben wir unser Codewort, damit Sie mit unserem Analytiker verbinden, ja? Ja, das schicken Sie mir bitte mal per E-Mail. Okay. Und mit welchem Betrag vielleicht würden Sie am liebsten anfangen? Mit Mindestens oder... Ja, weiß ich nicht. Kommt ja drauf an. Was ist denn so allgemein gerne genommen? Ich kann Ihnen sagen, dass Sie können einfach probieren und wenn Sie keine Lust haben, dann können Sie alles auszahlen. Das war ja nicht meine Frage. Meine Frage war ja, was wird denn allgemein von den Kunden gerne genommen? Welcher Betrag? Das war meine Frage. Ja, okay. Ich empfehle Ihnen mit 250 oder 500 Euro einfach anzufangen, um zu probieren und verstehen, wie es arbeitet. Und Sie können mit Mindestbetrag anfangen, wie Sie wollen. Das ist Ihre Entscheidung. Ja, gut. Dann nehmen wir mal 500. Okay. Dann ich werde Ihnen per E-Mail alle Informationen schicken. Welche Zahlungsmethode haben Sie? Welche bieten Sie denn an? Deutsche Bank, vielleicht Visa, Mastercard, Online-Banking, Klarna. Online-Banking. Okay. Lothar.seifert mailbox.org, ja? Das ist richtig, ja. Okay. Und dann ich schicke Ihnen unsere Konzentrieren Sie sich bitte. Sie schlafen ja nebenbei ein. Hallo? Ist Ihr Telefon kaputt? Ich höre Sie nicht mehr. Nein, ist alles gut. Ich schicke Ihnen Bankdaten per E-Mail und warten Sie bitte, ich soll mit unserer Finanzabteilung. Warum schlafen Sie denn zwischendurch immer ein, wenn Sie Satz, mit dem Satz schlafen Sie ein? Was ist los mit Ihnen? Hallo? Hallo? Ist Ihr Telefon wieder kaputt? Nein, ist alles gut. Also das ist aber sehr... ich habe Halsschmerzen. Ja, das Halsschmerzen, ist, das, dann sollten Sie nicht arbeiten gehen. Vor allem sollten Sie, wenn Sie sich stumm schalten, Ihr Mikrofon ausschalten, dann werde ich auflegen. Dann mache ich ja. Das ist sehr unfreundlich. Nein. Entschuldigen Sie mir bitte, ich habe Halsschmerzen, deshalb mache ich so. Entschuldigen Sie mir bitte. Muss man sich ja nicht stumm schalten. Davon werden die Schmerzen auch nicht weniger.
Bleiben Sie bitte in der Leitung. Ich bitte unsere Finanzabteilung, damit Sie diese Bankdaten mir schicken. Ja, ich bleibe in der Leitung. Okay, bleiben Sie bitte. Und erzählen Sie mir bitte über Ihre Erfahrung in diesem Bereich und wie alt sind Sie? Ich habe ein bisschen wie alt sind Sie Fragen denn? Für unsere. Ja, wie alt sind Sie? Und wie alt sind Sie denn? Wie alt sind Sie denn, habe ich gefragt. Sie fragen mich? Ja, richtig. Sie fragen mich doch auch. Warum soll ich Sie das denn nicht fragen? Ich bin 24 Jahre alt. Ja. Interessant für Sie ist, ich bin 24 Jahre alt. Ja, ich bin 57. Ich habe Ihren Bankdaten schon geschickt per E-Mail. Haben Sie? Ich schaue mal nach. Bekommen? Ich schaue mal nach. Ich schaue mal nach, sagte ich. Nee, es ist noch keine Bankendaten da. Keine E-Mail bekommen. Und jetzt? Immer noch nicht. Titel ist Bankdaten. Ja, kann ich aber nicht lesen, weil ich keine E-Mail bekommen habe. Aktualisieren Sie bitte. Jetzt habe ich was bekommen. So. Oh, okay, schön. Dann schauen wir doch mal. Und ich werde Ihnen per WhatsApp eine Nachricht schicken oder Sie können mir per E-Mail einen Beleg schicken, damit unsere Finanzabteilung alles bekommen hat. Deshalb, wir haben sehr viele Überweisungen per Day. Und deshalb müssen Sie diesen Augenblick mal, ich sehe gerade. Hallo, hallo. Sie sagten doch, Sie sind von der Firma vortexcp.com. Richtig? Ja, richtig, richtig. Ihre E-Mail ist aber von der Firma Vortex Capital Limited. Warum schreiben Sie nicht von Ihrer Firma eine E-Mail? Das ist unsere Unternehmen. Nee. Welche Fragen haben Sie? Ja, habe ich doch gerade gesagt. Vortex Capital Limited ist eine andere Firma als vortexcp.com. Warum? Lassen Sie mich bitte ausreden. Das sind zwei verschiedene Firmen. Das ist nicht andere Firma, das ist unsere Firma. Nein, das ist unterschiedlich. Warum haben Sie sich so entschieden? Ja, ich sehe es doch an Ihrer E-Mail-Adresse. Das ist unsere Firma, deshalb wir haben diese. Nee, es ist, ja, aber es ist eine E-Mail-Adresse von einer anderen Firma. Sie haben die Firma vortexcp.com und die E-Mail-Adresse ist von Vertex Capital Limited. Wenn Sie nicht glauben, das ist sehr. Na, was ist es denn? Okay, okay. Müssen Sie noch überlegen? Das ist kein Problem. Ja. Sie können einfach. Schreiben Sie mir doch eine E-Mail von. Auflegen. Ja, schreiben Sie mir doch. Okay. Was ist denn okay? Tschüss. Lassen Sie mich doch einmal ausreden. Tschüss. Ah, Sie sind ein Betrüger. Nein, okay, okay, okay. Sie sind also ein Betrüger, ja? Nee, tue ich nicht. Nein. Tue ich nicht, aber Sie sind offensichtlich ein Betrüger. Und nun habe ich die Betrüger schon zum zweiten Mal entlarvt. Die Plattform Vortex Capital Limited wurde erst am 26. Januar 2024 erstellt
Und die vortexcapital.com ist schon seit dem 28.08.2012 am Markt und sitzt tatsächlich in den Niederlanden. Vortex Capital Limited hat ja angeblich die Regulierung bei der FCA in England, obwohl man mir keine Lizenz-ID nennen konnte, die haben nämlich keine Lizenz. Was bleibt den Betrügern anderes übrig, als sich mit fremden Federn zu schmücken und zu hoffen, dass etwaige Opfer darauf hereinfallen? Als sie merkte, dass ich jedoch etwas schlauer bin als sie, konnte sie nur aus dem Telefonat flüchten. Mal wieder Treffer versenkt. Das war's für heute und ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und freue mich aufs nächste Video. Bleibt mir gewogen und vor allem bleibt neugierig und lasst euch nicht abzocken. Euer Callcenter-Crusher.